Dauerhaft Übergewicht loswerden, das wollen viele. Eine davon ist Michaela Altmann. Über ein Jahr lang haben wir sie begleitet und wir haben begonnen, ihre Erfolgsgeschichte in den letzten Sendungen zu erzählen. Das Besondere, Michaela Altmann hatte sich entschieden, ihren Magen operativ verkleinern zu lassen. Mitte April dieses Jahres ist es endlich soweit. Michaela Altmann wird am Magen operiert. Dadurch soll sie dann dauerhaft Gewicht verlieren und ihr Risiko, an Diabetes zu erkranken, das soll sinken. Bei der Magen-Bypass-Operation wird ihr Magen radikal verkleinert und Teile des Dünndarms lahmgelegt. 2 Tage nach der Operation ist sie schon wieder, wie man sieht, erstaunlich fit. Und im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert. 15 Wochen nach der Magenoperation treffen wir Michaela Altmann in den Potsdamer Platzarkaden wieder. Fast 30 Kilo leichter ist sie jetzt. Kleidergröße 52 ist passé. Jetzt hat sie 42,44. Und geht wieder viel lieber shoppen. Der Gang in die Umkleidekabine ist ihr Auftritt und sie genießt das neue Körpergefühl. Also das finde ich total toll. Es ist schön locker, aber trotzdem kann man Figur zeigen. Macht es jetzt wieder mehr Spaß, Kleidung einzukaufen? Ja, auf alle Fälle macht es mehr Spaß. Man hat ja auch eine größere Auswahl, muss man sagen, als in der Größe, die ich mich momentan befinde. Michaela Altmann fühlt sich deutlich fitter und die Schmerzen in Hüfte und Knien sind fast verschwunden. Aber nicht alles ist glatt gelaufen in den letzten Monaten. Es gab mal eine Krise und das musste ich dann auch büßen. Ich habe mir dann Schokolade reingezogen. Es waren schon 2 Rippen fast. Und es ist halt dann so gewesen, dass mir also fürchterlich schlecht geworden ist. Ich hatte Probleme mit dem Kreislauf ein bisschen und ich musste dann unbedingt aufs Klo. Da war mal wieder der Kopf nicht da, wo er sein sollte und das war dann die Gier. Und die wird sofort bestraft. Der stark verkleinerte Magen streikt dann. Disziplin ist deshalb täglich gefragt. Fällt das nicht manchmal schwer? Nee, schwer fällt es mir nicht. Also ich muss sagen, ich esse lieber das frische Obst wie den Kuchen. Der ist mir zu schwer auch teilweise. Ja, man genießt das mehr. Man isst langsamer, man muss mehr kauen, weil sonst hat man Probleme mit seinem kleinen Magen. 3 Wochen später. Wir begleiten Michaela Altmann auf dem Weg in die Schwerpunktpraxis für Übergewichtige. Sie hat einen Nachsorgetermin bei ihrer Ärztin Anke Rosenthal. So, wie geht es Ihnen? Gut geht's mir. Ja? Sehr gut. Ja, wie viel haben Sie schon abgenommen? Fast 30 Kilo. Das ist toll. Und die OP, die war im, wann war das? Am 18. April. Im April, wunderbar. Ist ja wichtig heute der Termin, dass wir schauen, ob Sie gut damit klarkommen, mit den kleineren Portionen. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten beim Essen, Trinken? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich jetzt eingefuchst, was ich essen kann und was nicht. Und, Anke Rosenthal ist zufrieden. Sämtliche Blutwerte sind in Ordnung. Auch der Langzeitblutzucker. Dieser Wert war bei Michaela Altmann vor der Magen-OP deutlich erhöht. Und zum Schluss war der bei 6,3. Ja. Ja, das heißt, wenn wir nichts gemacht hätten, hätte ich sie auf Medikamente einstellen müssen. Mhm. Und was erfreulich ist nach der letzten Blutentnahme, dass das alles im Normbereich ist. Der Langzeitblutzuckerwert ist jetzt bei 5,6, also Sie haben keinen Diabetes mehr. Keinen Diabetes mehr. Die beste Nachricht dieses Tages. Und auch Ihr Blutdruck ist wieder normal. Frau Altmann, 137:94. Okay. Auch nach der Operation muss die 43-Jährige regelmäßig in die Praxis kommen. 10 weitere Kilo will sie bis Ende des Jahres noch abnehmen und schon ganz bald wieder auf ihre geliebten Berge steigen. Im Oktober habe ich Urlaub und da will ich dann wieder auf den Berg, was ich früher gerne gemacht habe. Also ich will unbedingt wieder nach oben und gucken,